Servus und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, die Musik läuft. Wir haben jetzt die Folge, ich weiß das gar nicht. Mal kurz gucken, einen kleinen Augenblick. Das ist die Folge, das müsste die Folge 46 sein. Ich würde gerne vor Folge 50 wieder zurück bei unserem Haus sein und ja, den Gang um unser Lager rum vervollständigen. Da habe ich mich jetzt dazu entschlossen. Deswegen werden wir mal gucken, dass wir hier langsam aber sicher rauskommen. Ach ja, der ein oder andere hört es vielleicht schon. Der Atmos-Mod, der Matmos-Mod ist wieder installiert. Press F7 to tweak the volume. Ah, okay. Das kann man hier scheinbar jetzt inzwischen... Okay, das kann man hier inzwischen wohl separat einstellen, was wie laut sein soll. Das ist schön. Dann lassen wir mal nur die Waffen auf 50% und dann... Ja, das passt auf jeden Fall. Hier sind irgendwo Zombies. Ich habe keine Ahnung, wo. Ich höre jetzt einfach nur... Die müssten jetzt auch alle neu gespawnt sein um uns rum. Wo müssen wir hin, Freunde? Ich habe absolut keine Ahnung. Wir müssen in diese Richtung. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht von hier aus irgendwie in irgendeine Richtung kommen, die irgendwas mit unserem Haus zu tun hat. Oh, da geht's nach oben. Okay. Da kommt Lava raus. Hey, Slimes! okay. Na, das ist immer noch ein Ticken zu laut. F7 war das, gell? Genau. Item Switches. Ah, okay. Item Switches setzen wir auch mal auf 50. Interactions Extras. Ich habe keine Ahnung. Das werden wir dann auf jeden Fall... Na, das ist immer noch zu laut. Item Switches. Dann setzen wir das mal auf 20% und Weapons auch auf 20%. Ja, das ist absolut in Ordnung. Dann schauen wir mal, dass wir hier eventuell hochkommen. Da sind wir wohl auch runtergekommen. So wie das ausschaut hier. Da oben geht es nochmal weiter. Okay, dann schauen wir mal, dass wir da vielleicht hochkommen. Okay, da ist Sand. Alles klar. Ich möchte jetzt aber eigentlich nicht... Okay, hier ist irgendwo eine Höhle. Tropft es hier? Nee, da tropft es nicht. Okay. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht raus. Dann müssen wir mal schauen, wo es hier irgendwo einen Ausgang gibt. In die Richtung vielleicht? War ich ja scheinbar letztes Mal motiviert, hier lang zu laufen. Gut, hier sind überall Gegner. Zumindest hört sich das so an. Und hier hinten waren wir wohl schon mal. Ja, tatsächlich. Okay. Dann schauen wir mal. Wir müssen in diese Richtung. Deswegen gehen wir mal in diese Richtung. Einfach nur, weil wir es können. Irgendwas tropft hier gerade. Okay, hier sind wir, glaube... Da sind wir, glaube ich, hergekommen, oder? Wo sind wir denn hier hergekommen? Also an diese Stelle hier kann ich mich erinnern. Sind wir nicht von hier gekommen? Wir sind, glaube ich, von da unten gekommen, oder? Ich glaube, wir sind von hier unten gekommen. Ich glaube, wir sind von hier unten gekommen. Irgendwie habe ich so einen... Aber warum... Ist das hier... Nee, dann sind wir doch nicht von hier gekommen. Sehr, sehr gute Frage, Freunde. Über uns ist auf jeden Fall irgendwas. Irgendwo bewegt sich was. Garantiert. So, da kommen wir auch nicht lang. Wie machen wir das? Wollen wir uns in diese Richtung graben? Aber das ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Laufen wir mal auf diese Seite. Vielleicht finden wir da ja irgendwas, was uns... ja, wieder... Das ist vom Matmos-Mod, oder? Das ist, glaube ich, wegen dem Wasser hier. Auf jeden Fall, Matmos-Mod ist wieder drin. Ich bin froh, dass es den endlich für 1.3.2 gibt. Wo sind wir denn hierher gekommen? Sind wir von weiter unten hergekommen? Nee, hier sind wir runtergesprungen. Hier war der Enderman. Da kann ich mich noch dran erinnern. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Da hinten ist ein Skelly-Boy. Sind wir vielleicht von hier gekommen? Kann das sein? Ja, halt's Maul. Irgendwo ist da ein Gegner im Wasser, okay. Na, dann bleibt uns wahrscheinlich kein nichts anderes übrig als hier. Ah doch, ich glaube, von hier sind wir gekommen, okay. Dann schauen wir mal. Auf jeden Fall höre ich hier überall Gegner, obwohl alles ausgeleuchtet. Ja, hier war der Enderman, oder?
Überall war ein Enderman, so wie es ausschaut. Sind wir von da oben gekommen? Das kann auch sein. Machen wir das mal so. Na, so klappt das nicht. So und so, alles klar. Genau, von hier sind wir, glaube ich... Genau. Ich erinnere mich. Aber wo geht es weiter? Hier ist es sehr, sehr dunkel. Können wir schon mal ausleuchten. Boah, wenn wir hier jetzt ohne fremde Hilfe rausfinden, dann bin ich wirklich begeistert. Das könnte tatsächlich hinhauen. Sind wir nicht hier irgendwo runtergesprungen? Hier muss doch oben irgendwo ein Durchgang sein, wo wir hergekommen sind. Ja, von da oben sind wir gekommen. Garantiert. Oder? Von hier oben? Sind wir vielleicht von hier gekommen? Kann das sein? Ich glaube schon. Hier haben wir uns runtergearbeitet. Langsam kommen die Erinnerungen wieder. Ich glaube, das ist manchmal sehr hilfreich, wenn man seine eigenen Videos schaut. Nee, von da sind wir nicht gekommen. Okay. Das ist auf jeden Fall dunkel hier. Genau, hier sind wir reingelaufen. Hier waren die ganzen Skelette und sowas. Sind wir vielleicht von da hinten gekommen? Da geht es auf jeden Fall wieder Richtung grüne Wiese. Schauen wir einfach mal. Hier geht's hoch, glaube ich. Ja, es schaut ganz danach aus. Wobei das, glaube ich, eine Sackgasse ist. Ja, tatsächlich. Wie finden wir hier raus? Wie finden wir hier raus, Freunde? Da lang vielleicht? Nee. Da geht es auf jeden Fall schon wieder runter. Wir müssen schauen, dass wir irgendwo hochkommen. Ich glaube, da hinten geht es tatsächlich hoch. Schauen wir einfach mal nach, ob das der Fall ist. Kann sein, dass wir uns hier runtergebaut haben. Ich weiß es nämlich nicht. Hier geht es auf jeden Fall wieder Richtung grüne Landmasse. Das ist sehr schön. Na, wobei, hier geht es wieder runter. Ich glaube, wir sind aber richtig. Das wäre jetzt halt geil, wenn wir Richtung Schlucht kommen könnten. Da ist ein bisschen dunkel. Okay, sind wir von hier hinten gekommen? Haben wir uns... Nee, hier haben wir uns später hochgegraben. Ich erinnere mich. Hier haben wir uns vorbeigegraben, aber wir sind gekommen von dort hinten. Zu 99%. Hier haben wir wohl ein bisschen Eisen rausgebaut. Okay. Oh fuck, das ist eine Sackgasse. Where did we come from, my friend? My lovely friends. Wo sind wir hergekommen? Extreme Hills. Sweet home. Nee, von hier sind wir nicht gekommen. Ein bisschen irritiert mich das jetzt schon. Ich hoffe mal nur, dass wir nicht irgendwo runtergesprungen sind. Ich könnte jetzt natürlich dreisterweise mich hochbauen. Ah, da hinten ist ein Abstieg. Kann sein, dass wir von hier gekommen sind. Ja, das könnte sein. Nein, das könnte nicht sein, weil das hier eine Sackgasse ist. Na super. Wie machen wir das? Waren wir hier schon? Nee. Bin gerade echt ein bisschen überfragt. War ich hier schon? Da sind wir doch gerade runtergelaufen, oder? Waren wir hier schon? Ich weiß es absolut nicht. Doch, wir kommen gerade von hier, okay. Wir kommen gerade von hier. Ich habe absolut keine Ahnung. Jetzt wird es vor allem draußen auch nachts. Ich hoffe nur, das gewittert nicht. Das wäre gar nicht geil. Sind wir von da gekommen? Nee. Ich habe absolut keine Ahnung. Hier ist es auf jeden Fall ein bisschen dunkel. Wir können natürlich gucken, ob wir hier noch irgendwo einen Weg finden, wo wir eventuell hergekommen sind. Da oben waren wir gerade. Das stimmt auf jeden Fall nicht. Bin ein wenig überfragt. Wir könnten uns jetzt wirklich dreisterweise einfach irgendwo hochgraben. Oder da hinten vielleicht. Kann es sein, dass wir von hier gekommen sind? Das sind halt wieder 1000 Wege, wo ich absolut keine Ahnung habe, wo die hinführen, beziehungsweise von wo aus die kommen. Das hier könnte aber gut sein.
Das schaut mir aus, als wäre es hier. Ja, okay, dann laufen wir mal in diese Richtung. Mal gucken. Das hier ist eine Sackgasse, oder? Genau. Nehmen wir vielleicht mal das Eisen hier raus. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo... Da wird es auf jeden Fall hochgehen. Da könnten wir uns mal hocharbeiten, auf jeden Fall. Hier ist es dunkel. Hier waren wir wohl noch nicht. Okay, dann würde ich sagen, klettern wir mal hier hinten hoch. Das hier scheint nämlich nach einem Abstieg zu sein, den wir uns gebastelt haben. Ich höre ein Skelett. Okay. Nee, das geht, glaube ich, in die richtige Richtung. Das geht, glaube ich, in die richtige Richtung. Oder ist das eine Sackgasse? Nee, schaut bisher. Nee, es ist eine Sackgasse. Jetzt schauen wir mal. Da ist der Eingang, oder? Nee, der Eingang ist dort. Oh, wie sollen wir denn hier bitte den Weg finden? Das gibt's doch nicht. Was war das für ein Geräusch? Kommen wir da irgendwo hin? Nee, aber Eisen, sehr schön. Ich mag jetzt hier aber auch nicht alles überfluten, indem wir hier aus Versehen einen Block wegmachen, wo dann Sand nachrutscht. Jetzt hier noch eine Fackel, so oder la. Ich bin ein wenig überfragt. Rechts von uns ist auf jeden Fall ein Skelett. Den Gang sind wir schon lang gelaufen. Jetzt schauen wir hier nochmal ganz kurz. Nee, da geht's runter. Außerdem ist es hier wieder extrem dunkel. Es kann sein, dass hier irgendwas spawnt. Hier waren wir scheinbar auch. Das ist eine Sackgasse, okay. Kommen wir von da hinten? Ja, Zombie-Mann, ich hab dich gehört. Nee, das schaut nicht danach aus. Nee, da kommen wir hier unten wieder raus. Das ist ja frustrierend gerade ein bisschen. Gibt's hier noch irgendwo einen Weg, den wir gegangen sind? Vielleicht von da oben aus? Ich habe keine Ahnung. Ja, das Gold habe ich gesehen, aber ich glaube, da oben waren wir sogar tatsächlich. So, mal schauen. Da ist nichts. Okay. Hier hinten ist auch erstmal nichts. Schauen wir mal, dass wir noch eine Fackel anbringen. Ach, ich habe so absolut keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich hätte mir vielleicht wirklich Schilder oder so aufstellen sollen. Nee. Kommen wir von hier? Ich habe keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Wir haben uns hier auf jeden Fall entlang gegraben, okay. Das kann sein, dass wir von hier unten gekommen sind. Da ist eine Spinne, die sehe ich auch. Und da ist Lapis Lazuli. Brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Wir müssen jetzt erstmal einen Weg finden, der nach oben führt. Na. Kommen wir vielleicht hier irgendwo hin? Na, das geht hier wieder richtig tief in... unter den Ozean. Scheiße. Wäre ich jetzt fast runtergefallen. Nee, waren wir hier schon mal? Ich habe absolut keine Ahnung. Ah doch, tatsächlich, hier sind wir ja vorhin hochgeklettert, oder? Ich weiß es nicht. Nee. Ich glaube, hier standen wir sogar gerade eben schon. Ja, ich mag jetzt eigentlich keine 50 Folgen hier mit rumlaufen verschwenden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja bei einigen Leuten verpönt, aber ich würde mich jetzt am liebsten hochgraben. Und zwar... Na, warum drücke ich denn immer die M-Taste? Vielleicht sollte ich das auch mal umstellen. Dass wir... 33er Höhe. Ich mach das jetzt einfach, das ist mir egal, was ihr davon haltet. Ich, mag auf jeden Fall vor Folge 50 nochmal an unserem Haus sein, dass ich da... Kann ich das hier wegmachen? Ja, tatsächlich. Dass ich da auf jeden Fall, ja, noch ein bisschen rumbauen kann.
Die Erde können wir nicht mehr hochheben, aufheben, alles klar. Ist jetzt ein bisschen blöd, aber sorry. Wie gesagt, ich mag da jetzt nicht 5 Stunden rumsuchen. Oder irgendwie lustige Musik spielen und dann lustige Lieder singen, wie das manche andere gemacht hat. In der Vergangenheit. Der ein oder andere weiß eventuell, worauf ich da drauf anspiele. So, ich würde sagen, dass wir uns jetzt mal hier in diese Richtung graben, dass wir da auf jeden Fall nicht in Wasser landen. Jetzt haben wir aber irgendwo vergessen, was abzubauen, weil sonst... Genau hier. Wir brauchen immer eine 4er-Höhe. Das Eisen können wir natürlich mit rausnehmen. Außerdem nervt mich die Musik langsam, muss ich ehrlich sein. Mag langsam wieder... Oh! Ja, fix was essen. Wie habe ich das denn vergessen? Außerdem haben wir nicht mehr so viel zu essen, deswegen können wir da nicht ewig rumsuchen. So, sehr schön. Einmal so. Gut. Da können wir da eine Fackel anbringen. Ja, und dann können wir mal gucken, dass wir dann den Weg hier wieder runterlaufen. Wenn wir dann nach Folge 50 hier eventuell wieder zurückkehren sollten. Da haben wir schon wieder Eisen, okay. So, das bringen wir mal da an. Na gut, dann schaffen wir das eventuell in dieser Folge schon, dass wir wieder zu unserem Haus zurückkommen. So, sehr schön. Dann einmal so, einmal so, einmal so. Jetzt müssten wir eigentlich langsam rauskommen. Das war irgendwie auf 50er Höhe, glaube ich. Na, das ist, glaube ich, schon die Erde von oben, okay. Ich hoffe jetzt halt nur, dass hier kein Creeper oder so reinspringt und uns tötet. So, da eine Fackel. Alter, liegt hier viel Zeug rum, Wahnsinn. Es ist auf jeden Fall eine Spinne oben. Es ist auf jeden Fall eine Spinne oben. Ja. Aber es wird gerade Tag, deswegen... sollen wir da zumachen oder sollen wir da einfach hochklettern? Ich glaube, wir klettern einfach hoch. So, schnell weg hier. Ja. Oh, das könnte jetzt böse enden. Na, jetzt hätte ich die Spinne gar nicht angreifen brauchen. So, alles klar. Aber die mag uns scheinbar, alles klar. Gut, Zombie-Mann. Einmal Knockback, sehr schön. Schauen wir mal, dass wir Richtung Haus kommen. Vor allen Dingen jetzt endlich mal die blöde Musik aus, Wahnsinn. Loadlist, Musik, Tag. Play. Sehr schön, wie heißt das? Mining by Moonlight, sehr gut. Wow, unsere Monsterbäume da hinten sieht man schon. Sehr schön. Na gut, ich hoffe, ihr seid mir nicht ganz so böse, dass ich mich da jetzt hochgegraben habe. Wo ist denn das überhaupt? Ja, da ganz rechts unten sehen wir das, dass wir uns da hochgearbeitet haben. Da werden wir uns vielleicht wieder runterarbeiten, keine Ahnung, mal gucken. Oder wir gehen direkt wieder durch den Haupteingang rein, dass wir dann wirklich auch mal die Schlucht erforschen. Alles klar, sind hier irgendwo Creeper, die uns alles in die Luft jagen könnten? Schaut nicht danach aus. Gut, sehr schön. Sehr, sehr gut, dann können wir, ohne Angst zu haben, ins Haus rein. Und jetzt hat sich hier tatsächlich ein Schaf durchgeglitscht. Dann müssen wir es leider töten. Tut mir leid, liebes Schaf. Tut mir leid, liebes Schaf. Na? Hallo? So, sehr schön. Keinerlei Creeper in der Nähe, okay. Ja, wir machen jetzt erstmal unsere Taschen leer. Da haben wir jetzt einiges in der Höhle gesammelt. So, mal gucken. Ein wenig Gravel können wir hier reinpacken. Das ganze Eisen packen wir jetzt mal in den Ofen rein. So, du kommst da rein, dann kommst du da rein, dann kommst du da rein. 4 Diamanten haben wir sammeln können, okay. Das ist jetzt nicht die Welt, aber wir haben jetzt schon 26 insgesamt. Das ist wiederum sehr, sehr geil, absolut. So, das Lapis packen wir mal hier hin. Das Gold können wir eigentlich auch schon einschmelzen. Okay, dann können wir hier im Prinzip auch wieder voll machen. Da auch.
Da glaube ich auch. Ja, zumindest eins. Und hier müsste auch noch eins reingehen. Ja, tatsächlich. So, das ist der Redstone. Das packen wir auch mal in die Kiste. Da werden wir demnächst auch was Nettes basteln. Ist das überhaupt die Redstone-Kiste? Nee, was ist das für eine Kiste? Ach, das ist, glaube ich, die Kohlekiste. Hm, dann brauchen wir jetzt endlich mal wirklich eine Spitzhacke mit Silk Touch. Dass wir uns da mal Kohleblöcke rausholen können. Wobei wir das hier tatsächlich schon mal reinpacken können, weil unsere Öfen sind ja sonst ausgestattet. Den Monster Loot, den packen wir mal hier in die Crab-Truhe. Einmal dich, einmal dich. Und 15 Pfeile haben wir schon, sehr schön. Hm, haben wir Federn? Lassen Zombies keine Federn mehr fallen? Das gibt's doch nicht. Enderperle, sehr schön. Hm, die Cobbles können wir eigentlich auch wegpacken. Ach nee, das war ja voll. Fangen wir jetzt mit dem oberen an. Okay, dann haben wir soweit eigentlich alles. Ja, jetzt haben wir auch schon die 20 Minuten voll. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann tatsächlich hier mit unserem Gang los, dass wir uns hier quasi komplett einmal ums Lager rumgraben. Wird nicht allzu spannend, aber naja, mal gucken, mal gucken. Übrigens ist mir was aufgefallen. Wenn das hier dazwischen steht, dann fliegen von unten natürlich keine Bücherregale rein. Dementsprechend kommen wir hier vielleicht jetzt schon über Level 10. Ich weiß es nicht. Unbreaking Efficiency. Silk Touch gibt es auf jeden Fall noch nicht. Ach ja, Glück ist Fortune, also Schicksal quasi. Ja, unsere Efficiency hier ist nur dazu gut, dass wir es schneller abbauen. Da habe ich mich ein bisschen vertan, aber das kann ja mal passieren. Ich bin auch nur ein Mensch. Von dem her, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken und wir sehen uns morgen um 14 Uhr wieder an der gleichen Stelle. Ciao!